dicker Vater. Das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Hm. Oh, kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals vorhanden. Geht es doch nicht. Ich hab schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? Tja, oh, hier haben wir einen Schlegel. Den wir gebrauchen. Echsenhaut. Da hinaus können wir nicht. Dann nehme ich mal einen Schlegel und Echsenhaut mit. Vielleicht können wir damit was anfangen. Können wir vielleicht. Nicht alles wird besser mit Haut. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Aha. Da ist noch leider kenne ich die Noten. Fahrstuhl. Ja, was gibt's hier noch zu tun? Nicht viel. Wir zurück in den Fahrstuhl. Gegengewicht. Vielleicht können wir. Können wir wahrscheinlich nicht, aber den Stege können wir nutzen. Und jetzt können wir alle Zonen außer. Pink können wir, blau können wir, orange können wir, grün können wir, rot können wir nicht, grün und rot können wir nicht hin. Okay, ich wollte hier. So, Schläge. Gucken wir den mal. Hm, scheinbar nicht. Vielleicht. Na gut, also Ronny. Nimm den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr, dass die Funzone das Richtige für dich wäre. Ach, warum nicht? Gehen wir nochmal in die Funzone. Was soll's? Na dann ab in die Funzone. Funzone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Auf zur Funzone. Spaß. In der Funzone. Willkommen. Spaß in der Funzone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. 6.000 hatten wir schon. Spaß. Funzone verlassen. Ah, wir gehen jetzt nochmal in den Pool. Das hatten wir noch nicht. Funzone 5. Lubbern. Hat ja nicht viel gebracht. Bällebad. Das Auto sollten wir zum Schluss machen. Na komm. Ich schieß doch.
Okay. Haben wir geschafft. Wo? Was? Wie? Zu spät. Zu früh. Aber hat noch geklappt. Sehr schön. Juhu, 2904. Und jetzt Golf. Das war wohl nix. Süßes Pony, süßes Einhorn. Einhorn-Pony-Dings. Verdammt. Muss ich glaube ich auf die Klippe werfen. Das arme Pony. Einhorn. In Elysium gibt es natürlich Einhörner. Fast. Muss man perfekt zielen, damit man es schafft. Am Ende sind wir schon bei 4221 Punkten. Bis zu 10.000 ist es nicht mehr so weit. Naja, schon irgendwie. Waren wir noch nicht perfekt genug. Aber ein bisschen steckt der Punktestand dort immer oben. Glaube ich zumindest. Um euch mal einzubilden. Verdammt. Auf den Pfeil richtig treffen und auf den grünen Pfad. Ja, Punktestand steigt, aber nicht viel. Nur marginal. Verdammt. Es braucht noch ein bisschen Übung, bis ich das hier schaffe. 4269. 85. Verdammt. Wenn wir ewig so weiterspielen hier, irgendwann schaffen wir schon die 10.000 in Jahren. Wenn wir noch oft genug Fehler machen, sind wir auch irgendwann bei. Na und jetzt. Verdammt. Das muss ein bisschen früher klicken. Sonst wird das nichts. 4329. Sehr schön. Verdammt. Hast das eine getroffen, das andere nicht. Kommandant Lars spielt Balloons und TD Battles. Verdammt. Verdammt. Stunden später. Yay. Das arme Einhorn. Das hat uns aber wenig Punkte gemacht. So, was haben wir hier noch? Fun-Zone verlassen, Fun-Zone verlassen. Autorennen. Da gibt es schon Punkte fürs. Wir werden wahrscheinlich nie 10.000 hinkriegen. Das ist ein bisschen utopisch. Na, 6.000. Ich
5000. Ah, verdammt. Nee. 6500. Kriegen wir hin. Fansko. Fansko 9999. Angstfrecher, Fansko. Kann den Fan nicht forcieren, Alter. Fast 10.000. Rufus! Und wir haben eine Augenschaft. Was sitzt du denn da rum? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Nur mehr Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Bevor das passiert. Ein Punkt zu wenig. Wir müssen irgendwo einen Punkt finden. Scheibenkleister. Habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Der Dialog kommt mir seltsam bekannt vor. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Wir nehmen den Helm. Versuchen wir es nochmal. Nein. So, jetzt. Ja. Willkommen worden, wenn sind wir in... Ich muss den Code irgendwo finden. Aha. Goal? Ja, da spielst du mich satt. Von wegen, aber du wirst hier... Ach ja? Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal. Mach's gut. Na, falsch Code. Wir müssen irgendwo den Code herkriegen. Mit den Notfallcodes. Ja. Dafür brauche ich nur und mein Musiker. Wo soll ich denn? Du könntest. Nee, diesmal nicht die Fanzone. Nein. Schleusen. Auf zu den Schleusen. Schläge aufheben, X nach Haut. Vielleicht reden wir dann nochmal mit dem McConnickel. Vielleicht hat der noch einen Tipp, was wir machen können. Du, Mac? Ja. Bitte beim nächsten Mal aufhalten. Das wäre keine schlechte Idee. Das hier auf Dauer ganz schön öde werden.
Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran. Noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Tja. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Davon ist ziemlich viel angefasst. Genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hab ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ja, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Zum Ältestenrat? Geistblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist... Dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Aha, wieder und wieder. Doch gleich mein brillanter Plan. Du wolltest beim Ältestenrat vorsprechen und das Hoch. Und dann oder Schluss. Okay. Später oder früher oder bei. Dann sollten wir es vielleicht auch mal machen. Und zum Ältestenrat gehen. Wenn die Schläge irgendwie. Schläge. Ältestenrat. Ui, sehr schön. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Ja, willkommen im Bällebad. Bei den Ältesten. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier erstmal eine Aufnahmepause. Und es hier wohl mal weitergehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind wir mit einem Part dran. Willkommen zurück aus der Aufnahmepause auf jeden Fall. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ja, wir können das Bällebad mitnehmen. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Bach. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Ups. So, wir können mit ihm reden, mit dem ältesten Quatre. Neslampe und ein Drink. Können wir uns den Drink nehmen? Können wir. Können wir die Leselampe auch gleich wegnehmen? Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Tja, mit dem Barmann, mit dem Barroboter können wir nicht reden, oder? Schade. Dann reden wir mal mit dem Ältesten. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Aha. Wir müssen 10.000 Spaßpunkte kriegen. Aha. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es Na, gibt toll. Nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Genau das. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Oh. Und täglich grüßt das Murmeltier. So ein bisschen ist so ein bisschen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder Wireless Monday oder x andere Version von diesem Prinzip.
ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katalog. Ja, das hatten wir schon. Ja, wer mit Trennis Money jetzt nichts anfangen kann, der sollte das mal nachholen. Ich habe ein Display dazu gemacht auf meinem Kanal. Kann man sich mal angucken, kann man nachholen. Gibt's ein vollständiges Display? Wirklich zu empfehlen. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Ah. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Nächste Woche. Das kann noch lange dauern. Ich habe mal eine Frage. Haben hier alle Leute in Elysium solche Anzüge an, solche weißen Klamotten? Scheinbar, also es ist, ja, also Goal hat so einen, Cletus hat so einen, ja, jetzt auch, scheinbar ist das hier Mode auf Elysium. Hat hier jeder so einen Schlüpfanzug an, oder wie der heißt. So ein Einteiler, wie man das nennt. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Tja. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Tja, das bringt wohl nichts. Danke für nichts. Keine Ursache, das ist mein Job. Nichts tun, den will ich haben, den Job. Was muss man machen, um den zu kriegen? Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Tja, okay. Eine Enttäuschung, hier kommen wir wohl nicht weiter. Erstmal nichts. Plastikbänder. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Tja. Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht soll... Nicht im Grunde... Und vielleicht... Okay. Zum Fahrstuhl. Ach so, da kam gerade her, dass der älteste Nord. Okay, wie wär's mit Habitatsring? Ach so. Das ist der Habitat-Trink. Da waren wir auch schon. Fun-Zone. Willkommen in der Fun-Zone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß! 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 Oh je. Okay, Schlauzone. Da waren wir noch nicht. Der wirkt nicht sehr fanhaft in der Fanzone. Eine Klappe. In der Tassettenfach. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Tja. Halt die Klappe. Streicheltiere. Ein Streichelzoo? Puh, Bedürfnisse haben die Leute. Och, ist das ein süßes Ding? Das können wir leider nicht streicheln. Och, Mann. Das ist ein süßes Ding. In Elchküken? Oder was? Und was mit ihm hier? Ein Schnabeltier.
Huhn, Ente, sonst was. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Tja, da sagst du was. Okay, Streichelzoo gestreichelt. In Rotlicht. Inspektor Gizmo hat den Kuhwag auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Nimm raus. Aua, heiß! Och, die armen, kleinen Küken können was Ersatzmäßiges betreiben. Wir brauchen das bestimmt für Sekunde. Ältestenrat. Jetzt frieren die armen kleinen Küken, aber eine Leselampe. Können wir das mal austauschen? Aua, ja, sehr gut. Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Sehr schön. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ah ja, können wir Plastikbälle auf seinem Gesicht schmelzen. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Habe ich schon richtig geraten, dass wir das hier zumachen können. Die Alufolie können wir mitnehmen. Kannst einen Alu-Hut draus bauen. Alu-Reflektor. Fahrstuhl und zurück in die Chillout-Zone. Die armen Küken brauchen jetzt irgendwas zum... Vielleicht können wir den irgendwie... Oh, können wir nicht. Die armen kleinen Kükchen. Mir ist kalt. Ach, Schreck. Ein Rätsel. Was wir nicht bedienen können. Alles hier. Dabei habe ich... Wir haben noch keine Datasetten. Okay, wir müssen Datasetten finden. Instadeux. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und... an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ach, okay, jetzt habe ich überblättert. Bei meinen. Verdammt. Okay, da können wir lang, Fragezeichen und da können wir lang. Fragezeichen. Ui. Noch eine Älteste. Und wir haben noch nicht genügend Alte. Oh, jetzt noch mehr Älteste. Dann reden wir mit ihm. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Ja, also. Dann können wir auch nichts tun. Zum Streich hierzu. Hier geht's weiter. Oha, noch ein Ältester. Wie viele Älteste haben wir denn hier? Dass einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Hallöle. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Aha. Soweit ich diese Maschine namens Computer kenne, erzeugt die meistens mehr Probleme, als sie löst. Manchmal. Wurst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Trotzdem. Okay, ein Wurstmat.
Was wollen wir denn da verwurschten aus unserer Zeit? Noch ein Datensettenschlitz. Wo sollen wir denn die ganzen Datensetten herkriegen? Wo hier überall Schnitze sind. So viele Datensetten können wir doch gar nicht bekommen. Oh wei. Zurück zum Streicher 2. Cocktailbar zum Sparen. Okay. Zum Fahrstuhl. Und durchschleusen.